Also das erste Stück war ein Huayno. Huayno, das ist ein wichtiger Tanz in Peru. Und Rolando wird uns im Prinzip mit seiner Musik durch Peru dann führen, durch die unterschiedlichen Regionen von Peru, von der Küste über den Anden bis zum Urwald. Das nächste Stück heißt Jarabí. Das ist im Prinzip eine Musik, eine prähispanische Musik, was original gesungen wird. Das nächste Stück heißt Sentimiento Morochuco und kommt. Okay, das nächste Stück heißt Munaspaja. CJI Cubay ist ein Huayno aus Cusco, aus der ehemaligen Hauptstadt der Inkas. Und es bedeutet, wenn du mich liebst, dann warte auf mich. Und das ist ein Stück, was original in Charango gespielt wird, also mit dieser kleinen Gitarre aus Peru. Und Rolando wird es hier auf der Gitarre dann spielen. Und zwar wird dann versuchen, den Charango dann zu imitieren, also die Klänge vom Charango zu imitieren. Thank you.
vom Sentimiento Morochuco. Aus dem, ist auch ein Huayno und das ist aus dem Süden, aus dem Ort, der heißt Ayacucho. En Perú usamos diferentes afinaciones y esta afinación es las que usaban los morochucos en la altura de Perú en Ayacucho. Also in Peru benutzt man dann verschiedene Arten, die Gitarre zu stimmen. Und das ist, was man jetzt auch bei diesem Stück auch hat. Eine andere, also die Gitarre wird anders gestimmt. Und das, so haben dann die Morochucos in Ayacucho dann gestimmt, ihre Gitarre. Das nächste Stück, also beim nächsten Stück geht es auch um eine andere Stimmen von der Gitarre. Und diese andere Art, die Gitarre zu stimmen bei diesem Stück, heißt Stimmen wie der Teufel, weil es anscheinend so im Mittelalter wurden so die Gitarren, also für manche Gitarren, so gestimmt, und zwar zwischen D
die, also die, die erste Seite von der Gitarre, die E-Seite, das war die E-Seite, und dann die fünfte Seite, statt dass es in A gestimmt wurde, wurde dann als H-Moll dann auch gestimmt. Und diese Klang, das war im Mittelalter anscheinend verboten. Und das kam aber dann auch nach Peru. Und das wird auch in manchen Stücken auch beibehalten. Und das ist ein Stück, was Rolando auch heute dann spielt. Gut. Y estas son las notas por el nombre del temple, ¿no? So klingen genau diese erste und fünfte Seite, diese Stimmen nach dem. Que en la época medieval ese era el intervalo prohibido de componer, de cantar. Genau, das war, dieses Intervall war im Prinzip verboten zu spielen. Que era muy sensual, muy erótico y que incitaba a la lascivia. Das war im Prinzip dann zu erotisch zu dieser Zeit, und das hat dann, ja, so, das war verboten. Voy a tocar a ver si pasa algo, no lo sé. Ja, also, er wird spielen, mal sehen, was passiert. Quizás, pero nos quedamos ahí. Vielleicht passiert was, aber wir bleiben einfach so. Thank you.
La siguiente es una música de la selva, el Bush Pagayo, y es una música muy, muy fuerte de bailarla. Das nächste Stück heißt Bush Pagayo, und wie gesagt, aus dem Urwald. Und das ist eine Musik, die im Prinzip hart, oder, ja, hart ist zu tanzen, zu paralysieren. De la selva. Ja, aus dem Urwald. Inspirado en un instrumento muy antiguo llamado el manguaré. Das nächste Lied ist inspiriert, also hat sich inspirieren lassen, das ist ein Stück, was komponiert hat. Hat sich inspirieren lassen von den Trommeln, aus, die aus hohlen Baumstämmen gemacht werden. Und mit diesen Baumstämmen haben dann die Leute im Urwald im Prinzip Nachrichten übermittelt an Nachbarn. Und zwar basierend auf dem Rhythmus, basierend, also es waren zwei Baumstämme, das heißt, es waren zwei Töne. Und mit diesen zwei Tönen und basierend auch auf dem Rhythmus konnte man im Prinzip dann Nachrichten kodieren.
Juan, titulado La Concha Perla. Also das nächste Stück ist, ist eine Marinera, es ist kein Huayno mehr, sondern Marinera, und das ist aus dem Norden von Peru. Und das Stück heißt Concha, Concha Perla. Auch eine Marinera, aber nicht mehr aus dem Norden, sondern aus dem Süden von Peru.
huayno o sayacucho. Esa es huérfano pajarillo. Und das Lied handelt, also das Lied sagt zu den Migranten, was machst du hier, du bist hier alleine, warum bist du nicht in deinem Dorf, bei deinen Freunden und deiner Familie. So, huérfano pajarillo. Esta música es alegre, pero la letra es una tragedia.
Also das nächste Stück ist ein Karneval und ein Karneval ist dann immer fröhlich. Die Musik ist auch fröhlich, aber der Text von diesem Musik, also von dem Lied, ist eigentlich traurig. Und zwar, der Text erzählt von der Geschichte eines Musikers, der ertrinkt im Fluss mit seinen Instrumenten. Und die Leute, die das sehen und nicht machen können, die singen trotzdem fröhlich, also ganz fröhlich. Die freuen sich in der Überzeugung, dass der Tod im Prinzip der Übergang ist in ein neues Leben. A la casa, al auditorio, por la
invitación pues dejarme ser parte del programa y llegar a ustedes con la música peruana. Ich möchte mich bedanken ich möchte mich bedanken bei dieser Einrichtung hier, dass ich die Gelegenheit habe, hier spielen zu können. Bueno, vengo de Perú, que ahora estamos con mucho calor. Me he escapado del calor a buscar el frío alemán. Also ich komme aus Peru und ich bin jetzt sozusagen vom Sommer geflüchtet in die Kälte. Con esta música me despido, agradeciendo una vez más a la casa. Este es un huayno de la Sierra Norte del Perú. Und mit diesem letzten Stück möchte ich mich verabschieden, und das ist ein Huayno, nicht aus dem Süden, sondern eher aus dem Norden, etwas verschieden. Usa una afinación que se le llama que el nombre es por la zona a la que pertenece. Que es el Callejón de Conchucos, que es todo un territorio de esta zona, y en toda esta zona se toca esta afinación y tiene ese nombre, Temple Conchucano. Also, nochmal eine neue, die Gitarre wird anders gestimmt, und diese Stimmen hat auch einen Namen. ¿Cómo se llama? Temple Conchucano, Conchucos. Also con Conchucano stimmen. Also einstimmen. Thank you.
einmal der Frau Roff dieses Konzert ermöglicht hat, auch geben. Zugabe geben oder auch zwei oder drei. Ich danke Ihnen, wir danken Ihnen, dass Sie gekommen sind. Einen guten Heimweg und vielleicht auch Wiedersehen bei uns im Augustin. Ulrike? Ja? Achso. Mikrofon, please. Okay. Moment. Nein. So, jetzt. Muchas gracias. Al final en la puerta hay discos míos que estaría muy contento que se puedan llevar a la casa o obsequiar a alguien. Estos discos son el resultado del trabajo de investigación que realizo en la música peruana, ya que soy musicólogo. Also, ich bedanke mich und ich möchte daran erinnern, dass es draußen auch dann CDs von mir gibt. Das ist eine Sammlung von Stücken als Ergebnis von meiner Arbeit, weil er ist im Prinzip ein Musikwissenschaftler. Igual pueden consultar en YouTube Rolando Carrasco Segovia. Videos, audios, en Spotify, en las plataformas. Also en YouTube kann man ihn auch finden, hat gesagt. Unter dem Namen Rolando Carrasco kann man ihn dann finden. Und in Spotify auch. Y con esta música me despido también de la misma zona que toqué, con el mismo temple. Llama Chimaichi, el nombre local. Also in diesem Stück Chimaichi möchte er sich verabschieden und genau mit diesem Musikstil und mit dieser Gitarre stimmen, also mit dieser eingestimmte Gitarre möchte er dann auch dann. Y esta afinación es al aire da el acorde. Dieser Akkord, was man hört von der Gitarre. Y la gente puede cantar con esta afinación de la siguiente manera. Also die Leute können dann mit diesen Akkorden dann auch singen, auf diese Weise. Solo con un Akkord. Nur mit einem Akkord. Also der Sinn ist, man wird im Prinzip die ganze Nacht singen, nur mit diesem Akkord. Eso se canta en el sur y en el norte. Ayer pasé por tu casa, ayer pasé por tu casa, me tiraste una flor, me tiraste una flor. La próxima vez que pase, la próxima vez que pase, sin maceta, por favor, sin maceta, por favor. Y así, otro ejemplo de cómo un acorde se queda cantando toda la noche. Das nochmal ein Beispiel, wie man dann mit einem Akkord kann man im Prinzip die ganze Nacht dann singen. Y es que las afinaciones aparecen para facilitar al cantor que se acompañe con la guitarra. Also diese andere Art von Stimmen ist im Prinzip eine Erleichterung für den Sänger,
der dann auch dann, dann viel leichter dann singen kann. Imagínate al guitarrista toda la noche tocando y presionando, termina fatal. Also wenn der, wenn andersrum der Gitarrist dann Akkorden dann, dann mit den linken Fingern dann machen muss, ist es schon anstrengend. Pero algunos, como la música, no todos es un acorde, algunos son tres, entonces resuelven. Und er hat dann nochmal gezeigt, wie man dann mit, also ganz leicht, drei Akkorden dann spielen kann. Limoncito, limon verde, no me amargues tanto. Mira que soy solterito, no me amargues tanto. Entschuldigen Sie, meine Stimme ist, ich habe eine, ja, ist rau, heißer. Entonces, me despido con una música del norte de la sierra que se llama Chimaich. Also, genau, er verabschiedet sich mit einem Stück, heißt Chimaich. Thank you.